Magenkrebs geheilt. 160.000 Euro Rentenleistung bis zur Regelaltersgrenze. Guten Tag. Mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Erst im Widerspruchsverfahren wurde 160.000 Euro gesetzliche Rente durchgesetzt in meiner Herzensangelegenheit Onkologiekrebs. Die Begleitung durch uns als Erwerbsminderungsrentenspezialisten hat sie ausgezahlt. Erst lief alles gegen die Antragstellerin. Noch im Reha-Entlassungsbericht wurde eine vollschichtige Leistungsfähigkeit für eine leichte bis mittlere Tätigkeit eingeschätzt. Das kennen viele. Die Sportlehrerin aus Süddeutschland entschied sich nach Ablehnung des Rentenantrags für die Begleitung durch rentenbescheid24.de im Widerspruchsverfahren. Wir legten das fristwahrend Widerspruch ein, da wir über die Ablehnung schlichtweg überrascht waren. Die Einschätzungen der Leistungsfähigkeit aus der Rehabilitation entsprachen nicht meiner fachlich-klinischen Erfahrung als immerhin, jetzt kommt die Werbung, Diplom-Fachsportlehrer für Rehabilitation. Die Ausführung zum Ernährungsmanagement von einem bekannten Spezialisten, ärztlichen Spezialisten des Klinikums rechts der Isar München kommt zum gleichen Ergebnis. Vor diesem Hintergrund begründete ich den Widerspruch. Umfangreich konnte aufzeigen, dass das notwendige spezielle Ernährungsmanagement und auch Trinkmanagement weder einem billig denkenden Arbeitgeber noch betroffenen Erkrankten zumutbar ist irgendwie. Wir sind vor allem gegen den Reha-Entlassungsbericht ins Feld gezogen und haben damit das Gutachten erkämpft. Unsere Mandantin wurde auf die gutachterliche Untersuchung intensiv vorbereitet, sodass der Gutachter dann uns in der Sache folgen konnte. Trotz der anspruchsvollen Falllage hat es vom Einlegen des Widerspruchs nach Ablehnung bis zum Rentenbescheid nur 12 Monate gedauert. Unsere Mandantin erhielt die gesetzliche Rente fast 2 Jahre rückwirkend. Vor kurzem konnten wir daher schon einen Antrag auf Weitergewährung stellen. Dieses Mal als Dauerrente für die nächsten 4 Jahre bis zur Regelaltersgrenze. Betroffene wissen am besten, warum. Wir erwarten den Rentenbescheid als Dauerrente. Das ist okay. Wenn auch Sie Fragen zum Widerspruchsverfahren haben oder beratende Vorbereitung zu den verfahrensentscheidenden Gutachten benötigen, schreiben Sie uns gern eine Mail mit kurzer Fallschilderung an anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Seite rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche beste Gesundheit. Herzlichst Frank Weise von rentenbescheid24.de.